Hallo, so heute mal den Kopfstand. Kopfstand. Eine durchaus umstrittene Haltung, die, wo ich einfach nur dazu beitragen möchte, sie von meiner Ansicht nach her einerseits vorzubereiten, andererseits zu klären, wofür. Wir beginnen einfach sofort. Wenn ihr Fragen habt, gerne schreibt mir. Dann kann ich darauf eingehen vielleicht. Die erste Vorbereitung für die Arme, Schultern, Nacken ist eine Haltung, die dynamisch passiert. Ihr habt, ich zeige die euch von der Seite, wie es gibt verschiedenste Variationen im Kopfstand, aber ne, ihr bringt die Finger ineinander, ihr habt den untersten kleinen Finger, den bringt ihr in die Handfläche und die Arme breitet ihr, die Ellenbogen setzt ihr, viele Leute setzen die eigentlich viel zu weit auseinander. Ihr könnt sagen, die Handgelenke sind an den Ellenbogen, dann habt ihr ungefähr eine richtige Entfernung zwischen den Ellenbogen. So, dass ihr das so aufsetzt. Wenn ihr das macht, ne, wenn ihr das habt, dann kannst du beginnen, je nachdem, wie fit du bist, die Füße sind leicht gehoben. Du gehst einfach nach vorne und nach hinten. Du tauchst halt quasi ein, der Delfin. Umso kräftiger du wirst, umso mehr kannst du die Knie heben oder die Entfernung verändern. Die Knie heben, die Knie heben, die Knie heben. So, und dann das gleiche Spiel ist es nachher, ne, dieses Eintauchen und wieder zurück. Und das Ganze ruhig auch mal langsam, wirklich, also fast in Zeitlupe und druckmachend, so schön drücken in den Boden und langsam zurück, langsam zurück. So, ganz normale Krafttraining, Philosophie. Drei Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Vielleicht auch mal nur 5 Wiederholungen, ganz langsam oder 4, was auch immer. Das ist der erste Schritt, um